und schön, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit mir Yoga zu praktizieren. Und so komm hier mal in einem aufrechten Sitz an, wähle hier die Sitzposition deiner Wahl. Und dann atme hier mal ein und zieh die Schultern nach oben. Und mit deiner Ausatmung kreist die Schultern von hinten nach unten. Schließe hier gern deine Augen und dann nimm die Hände vor dein Herz. Und atme mit mir lang und tief ein und sanft und entspannt aus. Und dann gib dir hier so ein kleines Versprechen, dass du während dieser ganzen Stunde achtsam bist und deine Grenzen wahrst und auch vollkommen bei dir bleibst. Und so atme hier nochmal lang und tief ein und sanft und entspannt aus. Namaste. Und dann löse deine Hände und komm hier weiterhin im aufrechten Sitz an und lass deinen Atem hier mal fließen. Atme hier tief ein und sanft und entspannt aus. Und dann leg die rechte Hand auf deinen Bauchraum und die linke auf deinen Herzraum. Und so lasst uns mit der vollen Yoga-Atmung beginnen. So atme über den Bauchraum ein, weiter in den Brustraum und über die Brust aus, weiter über den Bauch. Einatmen, dein Bauch hebt sich, die Brust hebt sich und ausatmen, die Brust senkt sich, der Bauch senkt sich. Einatmen, Bauch. Brust und ausatmen, Brust, Bauch, einatmen, Bauch, Brust und ausatmen, Brust, Bauch, einatmen, Bauch, Brust. Ausatmen, Brust, Bauch. Eine letzte Runde. Einatmen, Bauch, Brust und ausatmen, Brust, Bauch. Und dann löse deine Hände und leg sie wieder auf den Knien ab. Und lass deine Augen noch geschlossen, spür hier der vollen Yoga-Atmung nach. Und wenn es dir möglich ist, dann kannst du diese tiefe Atmung noch gerne während deiner Praxis einsetzen. Und dann öffne deine Augen auch wieder. Und streck mit deiner nächsten Einatmung deine Arme lang nach vorne und beginne deine Hände zu kreisen. Dein Atem fließt dabei. Halte inne und wechsle die Richtung. Lass deinen Atem weiterhin fließen. Und noch ein Richtungswechsel. Mit deiner nächsten Ausatmung senkst du die Arme auch wieder ab. Einatmen, nimm die Arme dann über die Seite nach oben, streck dich hier mal lang und in der Ausatmung lass die Schultern tief sinken. Atme hier nochmal gut ein und mit deiner nächsten Ausatmung beug deinen Oberkörper zur rechten Seite. Entweder du bleibst hier oder du möchtest die Dehnung ein bisschen intensivieren und dann kannst du mal deine rechte Hand auf der Matte ablegen. Atme ein, zieh dich hier nochmal gut in die Länge und mit der Ausatmung kannst du noch etwas mehr zur Seite tief gehen. Einatmen, gut in die Länge ziehen, dein Brustkorb strebt nach oben Richtung Decke und in der Ausatmung noch etwas mehr zur Seite dehnen. Führe sie in deinem Atemrhythmus fort. Und achte dabei weiterhin darauf, dass
die Schultern zueinander ziehen und dein Brustkorb gut nach oben Richtung Decke zeigen kann. Und mit deiner nächsten Einatmung komm hier wieder zur Mitte zurück und bleib hier auch noch für eine Ausatmung, sodass du dich in der nächsten Einatmung nochmal gut langziehen kannst. Die Schultern ziehen aber nach unten und in der nächsten Ausatmung beug dich hier zur linken Seite. Und entweder du bleibst hier wieder oder aber du legst die linke Handfläche auf der Matte ab. Einatmen, zieh dich lang, Schultern ziehen zueinander, Brustkorb nach oben zur Decke. Und ausatmen, kannst du dich immer mehr zur Seite legen. Einatmen, Brustkorb nach oben schieben. Und in der Ausatmung immer mehr zur Seite dehnen. Führ dies auch hier wieder in deinem Atemrhythmus fort. Und in deiner nächsten Einatmung komm hier wieder zur Mitte zurück, nimm beide Arme mit. Und in der Ausatmung senke die Arme über die Seite nach unten hinab. Einatmen, nimm die Arme über die Seite nach oben und in deiner Ausatmung zieh die Hände vor dein Herz und runde dich hier. Einatmen, streck dich hier lang nach oben und in der Ausatmung senk die Arme wieder über die Seite ab. Einatmen, die Arme über die Seite nach oben führen und ausatmen, runde dich. Einatmen, streck lang nach oben. Und in der Ausatmung wieder über die Seite absenken. Einatmen, über die Seite nach oben führen. Und in der Ausatmung runde dich hier. Einatmen, streck dich hier lang. Und mit deiner nächsten Ausatmung senke die Arme wieder ab und lass sie dort unten. Leg die Hände auch gern wieder auf den Knien ab. Du kannst dir auch gerne die Augen schließen. Richte dein Becken, deine Schultern wieder über dein Becken aus. Du bist hier aufrecht. Atme hier gut ein und sanft und entspannt aus. Und dann beginne deinen Oberkörper zu kreisen. Führe dies auf diese Art und Weise aus, die für dich gut und richtig ist. Du kannst dafür also große oder kleine Kreise ziehen. Welche Variante dir heute zusagt. Und lass deinen Atem dabei fließen. Halte inne und wechsel die Richtung, lass deinen Atem weiterhin fließen. Und dann finde auch wieder langsam in Stille, komme wieder in der Mitte an. Geraden Rücken. Lass deine Augen gern nur für einen Moment geschlossen, um ganz bei dir anzukommen. Nimm dich hier wahr in deiner Fülle. Und dann öffne deine Augen wieder und komm weiter hoch zum Stehen. Komm hier gut am Anfang deiner Matte an und achte darauf, dass die Beine ungefähr hüftbreit auseinander sind. Und dann schieb dein Becken so sanft nach vorne und einatmen, zieh die Schulter nochmal gut nach oben und in der Ausatmung roll sie nach hinten und unten. Und dann nimm dich hier mal wahr in dieser aufrechten Position. Atme hier nochmal gut ein und sanft und entspannt aus. Und mit deiner nächsten Einatmung nimm die Arme über die Seite nach oben und ausatmen, zieh die Hände vor dein Herz. Und so lass uns hier einige Sonnengrüße praktizieren. So atme ein und streck dich hier lang nach oben
Und in deiner nächsten Ausatmung falte dich über die Seite tief. Einatmen, streck deine Beine und heb dein Herz an, die Handflächen schon zueinander und dein Rücken ist gerade. Und mit deiner nächsten Ausatmung senkst du dich wieder ab. Einatmen, steck nur mit deinem rechten Bein einen großen Schritt nach hinten und richte dich hier mal gut ein, sodass das linke Sprunggelenk und das linke Knie in einer Linie ausgerichtet sind. Atme hier gut ein und sanft und entspannt aus. Und dann steig mit deinem linken Fuß zum rechten dazu und komm hier im Brett an. Lass deinen Atem hier noch fließen und deine Körpermitte ist vollkommen aktiviert, genauso auch wie dein Gesäß. Lasst uns hier für einen Atemzug bleiben, also atme hier lang und tief ein und sanft und entspannt aus. Nochmal gut einatmen und mit der nächsten Ausatmen leg die Knie auf der Matte ab, leg deine Zehen um und komm mit deinem Oberkörper tief. In deiner nächsten Einatmen drück Fuß, Rist und Leisten gut in die Matte, sodass du deinen Oberkörper emporrollen kannst und in einer sanften Cobra ankommst. Die Schultern ziehen hier gut zueinander. Atme hier gut ein und in der nächsten Ausatmung senke auch alles wieder ab. Einatmen, stell deine Zehen auf und mit deiner nächsten Ausatmung schieb dein Gesäß zu den Fersen und streck dann deine Beine, sodass du hier im nach unten schauenden Hund ankommen kannst. Richte dich hier mal gut ein, deine Finger sind gut aufgespreizt und drücken gut in die Matte und dein Rücken ist gerade und dafür kannst du gerne deine Beine beugen. Und dann beginn dann links und rechts deine Beine zu beugen und zu strecken und lass deinen Atem dabei fließen. Komm hier wieder in Stille an und steig in deiner nächsten Einatmung rechts zwischen deine Hände. Und ausatmen, links dazu, zieh dich tief. Einatmen, nimm die Arme über die Seite nach oben. Und ausatmen, zieh die Hände vor dein Herz. Einatmen, die Arme über die Seite nach oben. Und ausatmen, vor dein Herz ziehen. Einatmen, streck dich hinein. Und mit deiner nächsten Ausatmung falte dich über die Seite tief. Einatmen, heb nochmal dein Herz an, dein Rücken ist gerade und die Handflächen schauen hier gut zueinander, die Schultern ziehen zueinander und ausatmen, halte dich hier wieder, einatmen, steig nun links zurück und richte dich auch hier wieder gut ein, sodass rechtes Sprunggelenk und rechtes Knie in einer Linie ausgerichtet sind und dann steig rechts dazu und lass deinen Atem hier noch fließen. Deine Körpermitte und dein Gesäß sind hier auch wieder gut aktiviert. Atme nochmal lang und tief ein. Und mit deiner nächsten Ausatmung leg die Knie auf der Matte ab, leg die Zehen um und komm mit deinem Oberkörper tief. In deiner nächsten Einatmung roll deinen Oberkörper wieder sanft nach vorne, nach oben mit der Kraft deines Rückens. Und ausatmen, senke auch wieder alles ab. Einatmen, stell deine Zehen auf und in der nächsten Ausatmung schieb dein Gesäß wieder zu den Fersen, sodass du deine Beine wieder strecken kannst, um im nach unten schauenden Hund anzukommen. Und so beweg dich hier wieder. Lass deinen Atem weiterhin fließen. Finde auch wieder in Stille und mit deiner nächsten Einatmung steig hier mit deinem linken Bein zwischen deine Hände und ausatmen, steig rechts dazu, zieh dich nochmal tief, einatmen, nimm die Arme über die Seite nach oben und ausatmen, zieh die Hände vor dein Herz, einatmen, die Arme über die Seite nach oben und ausatmen, vor dein Herz ziehen. Einatmen, streck dich hinein und mit deiner nächsten Ausatmung falte dich über die Seite tief. Einatmen, streck gleich rechts zurück
Und links dazu halte nun deinen Atem an. Und mit deiner nächsten Ausatmung komm auf deine Art und Weise tief, gerne auch Chaturanga. Einatmen, komm in deine Form der Kobra oder gerne auch aufschauender Hund. Und dann stell deine Zehen auf und schieb dich mit deiner nächsten Ausatmung in den nach unten schauenden Hund. Beweg dich hier nochmal gerne. Lass deinen Atem hier fließen. Und dann finde auch wieder in Stille und steig in deinem nächsten Einatmen rechts zwischen deine Hände. Und ausatmen, steig links dazu, zieh dich tief. Einatmen, die Arme über die Seite nach oben. Und ausatmen, zieh die Hände vor dein Herz. Einatmen, die Arme über die Seite nach oben. Und ausatmen, vors Herz ziehen. Einatmen, streck dich hier lang. Und mit deiner nächsten Ausatmung falte dich wieder über die Seite tief. Einatmen, streck gleich links zurück. Und rechts dazu halte deinen Atem nun an. Und mit deiner nächsten Ausatmung komm auf deine Art und Weise tief. Einatmen, komm in deine Form der Kobra oder gerne auch aufschauender Hund. Und dann stell die Zehen auf und schieb dich ausatmen in den nach unten schauenden Hund. Beweg dich auch hier nochmal gerne. Lass deinen Atem hier fließen. Und dann finde auch wieder in Stille, sodass du in deiner nächsten Einatmung links zwischen deine Hände steigen kannst. Und ausatmen, rechts dazu, zieh dich tief. Einatmen, die Arme über die Seite nach oben. Und ausatmen, zieh die Hände vor dein Herz. Und so lass uns hier noch durch eine Runde fließen. So, nimm einatmen, die Arme über die Seite nach oben. Und ausatmen, zieh sie vor dein Herz. Einatmen, streck dich hier lang. Und ausatmen, falte dich über die Seite tief. Einatmen, steck rechts zurück und links dazu, halte deinen Atem an und mit deiner nächsten Ausatmung komm hier auf deine Art und Weise tief. Einatmen, komm in deine Form der Kobra oder gerne auch aufschauender Hund und dann stell deine Zehen um und schieb dich mit nach unten schauenden Hund ausatmend. Einatmen, steig gleich rechts zwischen deine Hände und ausatmen, links dazu, zieh dich tief. Einatmen, die Arme über die Seite nach oben und ausatmen, zieh die Hände vor dein Herz. Einatmen, die Arme wieder über die Seite nach oben und ausatmen, vors Herz ziehen. Einatmen, streck dich hier lang und mit deiner nächsten Ausatmung falte dich wieder über die Seite tief. Einatmen, steig links nach hinten und rechts dazu, halte deinen Atem an. Und mit deiner nächsten Ausatmung komm hier auf deine Art und Weise tief. Einatmen, komm in deine Form der Kobra oder gerne auch aufschauender Hund. Und dann stell die Zehen auf und schieb dich ausatmend in den nach unten schauenden Hund. Einatmen, steig gleich links zwischen die Hände und ausatmen, rechts dazu, zieh dich tief. Einatmen, die Arme über die Seite nach oben und ausatmen, zieh die Hände vor dein Herz. Und so komm hier mal bei dir an, schließ hier auch gerne die Augen. Und wenn du möchtest, kannst du auch gerne die Hände voneinander lösen und an deinen Körper anlegen. Spür hier den Sonnengrüßen nach und atme hier tief ein und entspannt aus, sodass du hier ganz bei dir ankommen kannst. Und dann öffne deine Augen wieder und komm hier wieder gut in einem aufrechten Stand an und so nimm mit deiner nächsten Einatmung die Arme über die Seite nach oben. Und mit deiner nächsten Ausatmung zieh die Hände vor dein Herz und setz dich auch gleichzeitig tief. Und dann achte darauf, dass du deine Zehen noch sehen kannst, ansonsten setz dich noch ein Stück weiter nach hinten. Bleibe hier für eine gute Einatmung in dieser Position und eine sanfte, entspannte Ausatmung.
Mit deiner nächsten Einatmung ziehst du dich nochmal gut in die Länge, dein Rücken ist gerade. Und mit deiner nächsten Ausatmung drehst du dich mal zur rechten Seite hinaus, sodass dein linker Ellbogen am rechten Knie aufkommt. Genau. Und in der nächsten Einatmung drehst du deine Schultern nochmal gut zueinander, sodass dein Herzraum mehr geöffnet sein kann. Atme hier nochmal ein und in der Ausatmung drehe wieder zur Mitte zurück. Einatmen, zieh dich in die Länge und in der nächsten Ausatmung drehe dich zur linken Seite hinauf, sodass der rechte Ellbogen nun am linken Knie aufkommen kann. Dein Rücken ist wieder gerade und dein Brustkorb strebt tendenziell Richtung Decke, so versuche die Schultern gut zueinander zu ziehen. Atme hier nochmal gut ein und in der Ausatmung komm hier wieder zur Mitte zurück und falte dich tief in Uttanasana. Einatmen, komm hier in eine halbe Vorwärtsbeuge, dein Rücken ist gerade. Und mit der nächsten Ausatmung falte dich hier auch wieder tief. Und einatmen, nimm die Arme nun wieder über die Seite nach oben. Und ausatmen, zieh die Hände vor dein Herz. Einatmen, streck die Arme lang nach oben. Und dann komm mit deiner nächsten Ausatmung mit deinem Oberkörper tief. Dein Oberkörper ist hier gerade, genauso wie dein Rücken. Atme ein und zieh dich hier noch mal gut in die Länge. Und in der nächsten Ausatmung verlagert dein Gewicht mal gut auf dein rechtes Bein. Einatmen, gut in die Länge ziehen und dann schau mal, ob du dein linkes Bein lösen kannst. Atme ein, zieh dich in die Länge und bleibe hier auch noch für eine Ausatmung. Nochmal gut einatmen und mit deiner nächsten Ausatmung stell das Bein auf der Matte ab und genauso auch deine Hände. Und dann richte dich so ein, dass dein Fuß im 45-Grad-Winkel, dein hinterer Fuß im 45-Grad-Winkel auf der Matte aufkommen kann. Und dann wandere mal mit deiner linken Hand auf die Seite, wo deine rechte Hand zuerst aufgekommen ist, sodass du mit deiner nächsten Einatmung mal den rechten Arm lösen kannst. Und komm hier mal so in einen verdrehten Sprinter. Atme hier ein und sanft und entspannt aus. Und dann streck mal dein vorderes Bein und versuch hier mal dann den linken Handrücken am unteren, am Knöchel oder ein bisschen weiter oben, wie es für dich möglich ist, am rechten Unterschenkel sozusagen abzulegen. Einatmen, lass die Schultern gut zueinander ziehen. Dein Brustkorb strebt nach oben und ausatmen, bleibst du hier. Atme nochmal ein und in deiner nächsten Ausatmung beug dein vorderes Bein und komm gleich mit dem Oberkörper nach oben, sodass du hier in einem gedrehten Krieger 2 ankommen kannst. Atme hier gut ein und sanft und entspannt aus. Dein Blick ist über die linken Fingerspitzen ausgerichtet. Bleibe hier für eine gute Einatmung und eine sanfte Ausatmung. Und mit deiner nächsten Einatmung in die Arme über die Seite nach oben, kommt mir im Krieger 1 an. Atme hier gut ein und mit deiner nächsten Ausatmung leg die Handflächen auf der Matte ab. Bleibe hier für eine gute Einatmung und mit deiner nächsten Ausatmung steig mit deinem linken Bein zum rechten dazu. Zieh dich hier nochmal gut tief, sodass du in deiner nächsten Einatmung die Arme wieder über die Seite nach oben nehmen kannst und ausatmen, zieh die Hände vor dein Herz. Und so lass uns dies hier noch zur anderen Seite wiederholen. So nimm einatmen die Arme über die Seite nach oben und ausatmen, setz dich hier tief. Einatmen, zieh dich in die Länge. Und mit der nächsten Ausatmung zieh die Hände vor dein Herz. Einatmen, zieh dich nochmal gut in die Länge. Und ausatmen, dreh dich hier wieder zur rechten Seite hinauf. Linker Ellbogen kommt aufs linke Knie. Atme ein, dreh dich wieder zur Mitte zurück. Und in der nächsten Ausatmung dreh ich zur linken Seite, sodass rechter Ellbogen am linken Knie aufkommt. Einatmen, dreh zur Mitte zurück.
Und ausatmen, falte dich tief. Einatmen, komm noch in eine halbe Vorwärtsbeuge. Dein Rücken ist gerade und die Handflächen schon zueinander. Und ausatmen, tief ziehen. Einatmen, nimm die Arme über die Seite nach oben. Und ausatmen, zieh die Hände vor dein Herz. Einatmen, streck die Arme lang nach oben. Und mit deiner nächsten Ausatmung komm mit deinem Oberkörper parallel zur Matte. Und dann verlagere dein Gewicht mal aufs linke Bein, sodass du dann mal versuchen kannst, dein rechtes Bein zu lösen. Atme ein und zieh dich hier gut in die Länge. Und bleibe hier in der Ausatmung. Einatmen, gut in die Länge ziehen. Und mit deiner nächsten Ausatmung stell dein rechtes Bein auf der Matte auf und die Hände legt ebenso auf der Matte ab. Und dann wandere mit deiner rechten Hand wieder auf die linke Seite, dort wo deine linke Hand war, sodass du dann in deiner nächsten Einatmung deinen linken Arm lösen kannst. Komm auch hier mal gut an. Spür hier die Herzöffnung, dein Brustkorb zieht gut zur Decke hin und die Schultern ziehen zueinander. Dein Blick ist gerne zur Seite oder zum Boden ausgerichtet. Und wenn dir das ein bisschen zu wackelig ist, dann steig mit deinem rechten Fuß so im 45-Grad-Winkel auf der Matte auf. Und dann komm hier mal gut an. Atme hier nochmal gut ein. Genau, und nicht jede Seite ist gleich. Es kann gerne auch mal ein bisschen wackelig sein. Und dann streck mal dein linkes Bein, sodass du hier im gedrehten Dreieck ankommen kannst. Deine linke Hand zieht hier wieder gut nach oben und dein Brustkorb ist gut geöffnet. Atme hier nochmal lang und tief ein. Und sanft und entspannt aus. Und dann aktiviere deine Körpermitte und beug dein vorderes Bein, sodass du dann mit deinen Armen nach oben kommen kannst und hier im Krieger 2 getreten ankommst. Atme hier gut ein und mit deiner Ausatmung komme nochmal tief in deinem vorderen Bein und achte darauf, dass Knie und Sprunggelenk in einer Linie ausgerichtet sind. Dein Blick geht nun über die rechten Fingerspitzen. Und du bist auch hier vollkommen fokussiert. Atme hier gut ein und sanft und entspannt aus. Noch für eine gute Einatmung und eine gute Ausatmung. Und dann atme ein, komm hier im Krieger 2 an. Du ziehst die Arme lang nach oben und ausatme mit Handflächen auf der Matte ab und steig weiter in den nach unten schauenden Hund. Atme hier ein. Und mit deiner nächsten Ausatmung leg die Knie auf der Matte ab und komm in Balasana in die Stellung des Kindes. Wähl hier deine Variante. Gerne kannst du dir auch mit deinen Fäusten ein Kissen bauen oder die Arme nach hinten oder nach vorne strecken. Spür da in dich hinein, was dir hier gut tut. Und so atme hier lang und tief ein. Und sanft und entspannt aus. Und so spür hier mit jeder Einatmung, wie sich die Bauchdecke auf deinen Oberschenkeln ausbreitet. Und mit jeder Ausatmung, wie du hier immer mehr entspannen und loslassen kannst. Und so führ dies in deinem Atemrhythmus fort.
wenn du dann soweit bist, so streck deine Arme lang nach vorne. Stell deine Zehen auf und komm mit deiner nächsten Ausatmung im nach unten schauenden Hund an. Und dann wander mit deinen Beinen nach vorne, sodass du in der ganzen Vorwärtsbeuge ankommen kannst. Die Hände sind wieder zwischen deinen Händen. Und dann zieh dich hier nochmal tief in der Ausatmung. Einatmen, nimm die Arme über die Seite nach oben. Und ausatmen, zieh die Hände vor dein Herz. Und so lass uns das Ganze hier wiederholen, aber diesmal nicht in gedrehter, sondern in normaler, bekannter Variante. Und so nimm einatmen, die Arme über die Seite nach oben und ausatmen, setz dich hier tief. Einatmen, zieh dich hier gut in die Länge und in der Ausatmen, zieh die Hände vor dein Herz. Einatmen, zieh dich hier lang und ausatmen, dreh dich hier zur rechten Seite hin auf. Bleibe hier für eine Einatmung und eine sanfte, entspannte Ausatmung. Und so dreh dich in deiner nächsten Einatmung wieder zur Mitte und in der nächsten Ausatmung zur linken Seite. Bleibe auch hier für eine gute Einatmung und eine sanfte, entspannte Ausatmung. Und einatmen, dreh hier wieder gut zur Mitte und ausatmen, falte dich tief. Einatmen, heb dein Herz nochmal an, die Handflächen schon zueinander, dein Rücken ist gerade. Und ausatmen, falte dich hier wieder tief. Einatmen, nimm die Arme über die Seite nach oben. Und ausatmen, komm hier mal gut an. Atme hier ein und ausatmen. Komm mit deinem Oberkörper parallel zu Boden. Und dann verlagere dein Gewicht auf dein rechtes Bein, sodass du dann in der Ausatmung dein linkes Bein lösen kannst. Komm hier mal gut an. Und such dir so einen Blick am Boden. Und wenn du hier wackelst, ist das vollkommen in Ordnung. Nicht jeder Tag ist gleich und auch nicht jede Seite. Versuch einfach immer wieder aufs Neue in die Stellung zurückzufinden. Ganz spielerisch. Und mit deiner nächsten Ausatmung stell dein Bein hinten auf der Matte ab und komm gleich einatmend in den Krieger 1. Bleibe hier für eine gute Einatmung und eine sanfte, entspannte Ausatmung. Dein Blick ist nach vorne ausgerichtet und du bist hier vollkommen fokussiert in deiner Kraft und deiner Stärke. Atme hier ein, zieh dich gut in die Länge. Und mit deiner nächsten Ausatmung dreh dein Becken zur Mitte und nimm die Arme zur Seite hin mit, sodass du hier im Krieger 2 ankommen kannst. Dein Blick ist über die rechten Fingerspitzen ausgerichtet und die Schultern ziehen zueinander. Und versuch mal deinen linken Arm ein Stück weiter nach oben auszurichten, sodass die Arme in einer Linie ausgerichtet sind. Atme hier ein und in der Ausatmung komm nochmal tief in deinem vorderen Bein. Und dann kontrolliere auch gleich, ob Knie und Sprunggelenke in einer Linie ausgerichtet sind. Und falls das nicht so ist, dann vergrößere deinen Schritt ein bisschen. Atme hier gut ein. Und in deiner nächsten Ausatmung streck dein vorderes Bein. Atme hier ein. Und ausatmen, schieb dein Becken nach links hinten. Einatmen, zieh dich rechts vorne lang. Und mit deiner nächsten Ausatmung komm hier im Dreieck an. Der rechte Handrücken kommt am rechten Unterschenkel auf. Und dein Blick ist entweder zu Boden, zur Seite oder, wenn es dir möglich ist, auch gerne nach oben zur Decke hin ausgerichtet. Und so achte auch hier, dass die Schultern gut zueinander ziehen. Dein Brustkorb gut geöffnet sein kann. Atme hier gut ein. Sanft und entspannt aus. Bleibe hier noch für eine gute Einatmung und eine gute Ausatmung. Und dann aktiviere deine Körpermitte, sodass du mit deiner nächsten Einatmung hier wieder nach oben kommen kannst. Und mit deiner nächsten Ausatmung beuge nochmal dein vorderes Bein, sodass du nochmal im Krieger 2 ankommst und dann zieh von hinten nach vorne deine linke Hand mit nach oben und atme hier ein
Komm hier nochmal in diese stolze Position. Und mit deiner nächsten Ausatmung leg die Handflächen auf der Matte auf. Und steig ausatmen, immer nach unten schauenden Hund. Und mit deiner nächsten Einatmung wandere zwischen deine Hände und komm hier wieder am Anfang deiner Matte an. Und zieh dich hier nochmal gut tief. Einatmen, die Arme über die Seite nach oben. Und ausatmen, zieh die Hände vor dein Herz. Einatmen, streck dich hier lang. Und in deiner nächsten Ausatmung setz dich hier wieder tief. Einatmen, langziehen. Und ausatmen, zieh die Hände vor dein Herz. Atme hier ein und mit deiner nächsten Ausatmung dreh dich wieder zur rechten Seite hin auf. Linke Ellbogen, rechten Knie. Bleibe hier für eine Einatmung und eine entspannte Ausatmung. Und so komm mit deiner nächsten Einatmung wieder zur Mitte zurück und ausatmen, dreh dich hier zur linken Seite. Bleibe auch hier für eine Einatmung und eine sanfte, entspannte Ausatmung. Und dann komm mit der nächsten Einatmung zur Mitte zurück und ausatmen, falte dich zurück. Einatmen in die Arme über die Seite nach oben und ausatmen, bleib hier. Atme ein, zieh dich nochmal gut in die Länge und mit deiner nächsten Ausatmung komm mit deinem Oberkörper parallel zu Boden. Und dann verlagere dein Gewicht mal auf dein linkes Bein, sodass du dein rechtes Bein lösen kannst. Komm hier mal gut an und es darf hier gerne wackeln. Dein Blick ist dir wieder zu Boden ausgerichtet. Atme hier ein und mit deiner nächsten Ausatmung lass die rechte Ferse wieder hinten auf der Matte aufkommen und komm gleich weiter in den Krieger 1, indem du deinen Oberkörper aufrichtest mit der Einatmung. Und ausatmen, komm nochmal tief in deinem vorderen Bein. Dein Blick ist stolz nach vorne ausgerichtet, die Schultern ziehen von den Ohren weg. Und Knie und Sprunggelenk sind hier wieder in einer Linie ausgerichtet. Atme hier gut ein und sanft und entspannt aus. Und mit deiner nächsten Einatmung dreh dich hier wieder zur Seite hin auf. Dein Becken ist wieder mittig ausgerichtet. Und ausatmen, komm nochmal gut in deinem vorderen Bein an. Dein Blick ist über die linken Fingerspitzen ausgerichtet. Und kontrolliere hier wieder Knie- und Sprunggelenk. Bleibe hier für eine gute Einatmung und eine lange, entspannte Ausatmung. Atme hier ein und sanft und entspannt aus. Und mit deiner nächsten Einatmung streck dein vorderes Bein und ausatmen, schieb dein Becken nach rechts hinten. Einatmen, zieh dich links vorne lang und ausatmen, komm wieder im Dreieck an. Der linke Handrücken kommt am linken Unterschenkel gerne etwas höher oder etwas tiefer auf. Achte einfach darauf, dass deine Schultern gut zueinander ziehen und dein Brustkorb somit nach oben streben kann. Diese Herzöffnung ist hier gut und von Vorteil. Bleibe auch hier wieder für eine gute Einatmung und eine sanfte, entspannte Ausatmung. Und dann aktiviere deine Körpermitte, sodass du in der nächsten Einatmung wieder nach oben kommen kannst. Ausatmen, beug dein vorderes Bein und nimm gleich die Arme mit nach vorne. Komm hier nochmal in Krieger 1 an. Atme hier gut ein und sanft und entspannt aus. Nochmal einatmen. Und mit der nächsten Ausatmung leg die Handflächen auf der Matte auf. Bleibe hier für eine Einatmung und in der nächsten Ausatmung schieb dich innen nach unten schauenden Hund zurück. Atme hier ein und mit deiner nächsten Ausatmung leg mal die Knie auf der Matte ab. Und dann komm weiter in den Kniestand. Richte dich hier mal gut ein, zieh die Schulter noch mal gerne nach oben. Und ausatmen, nach hinten, unten. Und dann im Einatmen die Arme über die Seite nach oben. Und mit der nächsten Ausatmung greif mit deinen Händen auf deinen unteren Rücken. Und so lass die Ellbogen mal gut zueinander ziehen. Dein Blick ist entweder nach vorne hin ausgerichtet oder wenn es dir möglich ist und angenehm für deinen Nacken ist, kannst du diesen auch
gern sanft nach hinten legen. Spür da ganz in dich hinein, sei hier achtsam und achte auf deine Grenzen. Und wenn du etwas wehren möchtest, so kannst du gerne mit mir weitergehen oder einfach in dieser Position bleiben. Entscheide dich für dich. Und wenn du weitergehen möchtest, so spann deine Körpermitte an, nimm die Arme über die Seite nach oben und stell deine Zehen hinten auf, in der Ausatmung. Einatmen, zieh dich hier nochmal gut lang und mit der Ausatmung kannst du mal versuchen, mit deiner rechten Hand deine rechte Ferse zu greifen. Und mit der Einatmung zieh dich hier nochmal gut in die Länge. Und wenn du noch etwas mehr möchtest, wenn dir das noch nicht genug ist heute, kannst du auch versuchen, mit deiner linken Hand deine linke Ferse zu fassen. Und dann genieß dich hier, dein Blick ist entweder wieder nach vorne oder sanft nach hinten ausgerichtet, die Schultern ziehen zueinander. Atme hier ein und nochmal sanft und entspannt aus. Und egal in welcher Position du jetzt bist, aktiviere deine Körpermitte und wenn du mitten mitgegangen bist, so streck deine linke oder deinen rechten Arm nach vorne und dann zieh dich so an einem imaginären Seil nach oben, sodass deine Körpermitte gut aktiviert ist und dein Rücken geschont ist. Im Einatmen die Arme wieder über die Seite nach oben und mit der Ausatmung lass die Handflächen einfach mal ganz weit vorne auf der Matte aufkommen, sodass du hier in einer guten Katzenstreckung ankommen kannst und wandere dafür gerne mit den Armen weiter nach vorne. Spür dich hier mal und wenn es für dich angenehm ist, kannst du auch gerne mal die Stirn auf der Matte ablegen. Und mit jeder Ausatmung versuchen, mit deiner Schulter noch etwas tiefer zu kommen. Noch für einen Atemzug und dann wander mit deinen Händen wieder unter deine Schultern, stell die Zehen hinten um und komm weiter in Balasana, in die Stellung des Kindes. Und genieß dich auch hier, spür auch hier nochmal die Entspannung in deinem unteren Rücken. Und so spür hier mit jeder Einatmung, wie sich wieder die Bauchdecke auf deinen Oberschenkeln ausbreiten darf. Und mit jeder Ausatmung, wie du hier immer mehr loslassen kannst. Und so fühlt es auch hier wieder in deinem Atemrhythmus fort. Deiner nächsten Einatmung. Komm nach oben in den Fersensitz und setz dich dann zur Seite hin ab, sodass du deine Beine mal lang nach vorne strecken kannst. Richte dich hier gut ein und zieh gern hier deinen Sitzfleisch von den Sitzbeinhöckern weg. Deine Zehen ziehen zu dir heran und mit deiner nächsten Einatmung nimmst du mal die Arme über die Seite nach oben und in der Ausatmung bleibst du hier. Nimm dich hier mal wahr in deinem geraden Rücken. Und dann stell mal dein linkes Bein auf und umarm dein linkes Bein. Einatmen, zieh dich hier gut daran nach oben in eine aufrechte Haltung und bleibe hier in der Ausatmung. Und erlöse einatmen mal den rechten Arm, sodass du in der Ausatmung mit dem rechten Arm dein linkes Bein umarmen kannst und im Einatmen den linken Arm weit nach oben, sodass du ausatmend mit der linken Hand hinter dich greifen kannst. Atme hier ein, komm hier nochmal in eine aufrechte Position und mit der Ausatmung drehe dich hier sanft zur Seite hin auf, so dass dein Blick über die linke Schulter hinausgehen kann. Und so versuche mit jeder Einatmung durch dich noch etwas mehr aufzurichten
und mit jeder Ausatmung dich immer mehr zur Seite aufzudrehen. Einatmen, aufrichten und ausatmen, zur Seite hin aufdrehen. Und führe sie in deinem Atemrhythmus vor. Mit deiner nächsten Einatmung dreh hier so in die Gegenhaltung auf. Umarm dafür mit deinem linken Arm dein linkes Bein. Und dann komm einatmend wieder zur Mitte, nimm die Arme gleich mit nach oben und streck dein linkes Bein aus, sodass du dein rechtes aufstellen kannst. Einatmen, zieh dich hier lang und mit der Ausatmung umarm hier dein rechtes Bein und zieh dich hier nochmal gut in die Länge. Dein linker Fuß ist hier gut geflext, atme ein, zieh dich hier nochmal gut in die Länge und mit deiner nächsten Ausatmung streck mal deinen linken Arm nach oben, einatmen, gut in die Länge ziehen und ausatmen, umarm mit deinem linken Arm dein rechtes Bein. Einatmen, streck nun den rechten Arm weit nach oben und in der Ausatmung fass hier mit deiner Hand hinter dich, der Arm kann hier gerne nah am Körper sein. Einatmen, zieh dich hier nochmal gut in die Länge, dein linker Fuß ist weiterhin geflext und in der Ausatmung dreh dich hier immer mehr zur rechten Seite hin auf. Einatmen, in die Länge ziehen und ausatmen, zur Seite hin aufdrehen. Und führe auch diese wieder in deinen Atemrhythmus fort. Nächsten Einatmen, drehe wieder in die Gegenhaltung auf und bleibe hier für eine gute Ausatmung und dann komm einatmen wieder zur Mitte zurück und schau, dass du hinter dir genug Platz hast, sodass du dich dann auf der Matte abrollen kannst und dann zieh hier die Beine nah zu dir heran und beginne dich so sanft hin und her zu schaukeln oder mit deinen Knien Kreise zu ziehen. Spür da in dich hinein, was für dich angenehm ist und führe dies in deinem Atemrhythmus fort. Und dann finde hier auch wieder in Stille und komm hier in deine Schlussentspannungsstellung an. Leg dich dafür auf den Rücken. Deine Beine sind hüftbreit auseinander und die Fußschaufeln zeigen nach außen. Und die Handflächen zeigen nach oben Richtung Decke. Dein Schultergürtel berührt den Boden. Und du kommst hier einfach mal bei dir an. Atme hier tief ein und sanft und entspannt aus. Und nimm dich hier in deiner Fülle wahr. Und mit der Ausatmung leere dich gänzlich. Einatmen. Du nimmst dich in deiner Fülle wahr. Und mit der Ausatmung leerst du dich hier gänzlich. Nochmal für einen guten Atemzug einatmen. Und sanft und entspannt ausatmen. Und dann tauche wieder sanft hervor. Nimm dich hier wieder wahr. Und beginne dich auch sanft zu bewegen. Und lass deine Bewegungen immer größer und größer werden, sodass du dann in deinem Tempo und auf deine Art und Weise hoch zum Sitzen kommen kannst.
richte dich hier gut ein. Die Schultern sind wieder über dem Becken ausgerichtet. Und mit deiner nächsten Einatmung nimm die Arme über die Seite nach oben. Und ausatmen, zieh die Hände vor dein Herz. Und so verbinde hier deinen Daumen und Rücken noch mit deinem Herzraum. Bleibe hier für eine gute Einatmung und eine sanfte Ausatmung. Und danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, heute zu praktizieren. Atme somit nochmal gemeinsam mit mir lang und tief ein und sanft und entspannt aus. Namaste.